Ich bin hier am Gelände der Messe Graz und beschäftige mich mit der Zukunft. Niemand weiß, was sie bringt, was sein wird, aber jeder hofft logischerweise das Beste. Antworten darauf gibt es hier im Hintergrund, beim 6. Zukunftstag der steirischen Wirtschaft im Messekongress Graz. Unter dem Motto No Limits wird der Frage nachgegangen, wie sich unternehmerische Ziele und innovatives Denken verschränken, um verborgene Potenziale freizusetzen und dadurch bisherige Grenzen zu verschieben. Was können wir erreichen? Wo sind unsere Grenzen? Was braucht es, um diese zu überwinden? Diese Fragen werden hochkarätig besetzt beantwortet. Richard David Brecht, Philosoph, Publizist und Bestsellerautor, spricht darüber, welche geistigen Grenzen man überwinden muss, um als Region auch zukünftig im globalen Wettbewerb bestehen zu können. KTM-Chef Stefan Bierer gibt Einblick in seine Erfolgsstory und zeigt, was es braucht, um unternehmerische und persönliche Hürden zu überwinden und grenzübergreifend erfolgreich zu sein. Dann haben wir aus österreichischer Sicht einen Vorteil. Wir sind ein kleines Land, wir sind serviceorientiert, wir sind vom Tourismus geprägt, dass man freundlich ist. Wenn wir in eine neue Region gehen, dann horchen wir mal zu, wie es läuft und erst dann schauen wir mal, wie man Einfluss kriegt. Weitere Stars am Zukunftstag sind der Dakar-Sieger Matthias Walkner und der fünffache Race Across America-Gewinner Christoph Strasser. Beide sprechen über ihre Grenzerfahrungen. Im Zukunftslabor präsentieren sich steirische Clusterunternehmen mit erfolgreichen Beispielen aus der Praxis. Und weil wir von der Zukunft sprechen, am Wochenende sind wir bei der Formel 1 in Spielberg und auch dort fasziniert die Fans, dass die Rennfahrer an ihre Grenzen gehen, scheinbar ohne Limits.